Speichere jetzt einfach mal kurz. Hey du. Ach mal, geht noch mehr jetzt. Wie sieht's aus? Tja, also mein Rücken schmerzt, meine Arme fallen mir ab, meine Kehle ist trocken und ich bin müde. Und das ständige Geräusch der Spitzhacken. Ich werde noch wahnsinnig. Was weißt du über Minecrawler? Die beste Art, mit den Crawlern fertig zu werden? Lauf. Lauf, so schnell deine Beine dich tragen. Wenn du vermisst wirst, ist es eh zu spät. Aber dich wird sowieso keiner vermissen. Moment, das ist ein anderer, oder? Weil das ist einfach nur... Oh, die haben getauscht. Hey, du. In Ordnung. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Junge. Ich hab ihn fertig gemacht! Der bewegt sich noch. Verdammt. Das kann man sich doch mit jedem streiten. Hey du. Ich hätte jetzt eben andere Sachen gesagt, oder? Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Oder muss ich ihn dafür anschwärzen? Hey du. Hör mal, wenn du nicht da bist, sitzt Aleph die ganze Zeit rum, ohne zu arbeiten. Ist das so? Weißt du, was ich noch viel weniger leiden kann als Faulpelze? Das sind Verräter. Also geh mir aus den Augen. Du hast mich bei Brandig angeschwärzt? Mach, dass du wegkommst. Hey du. Nee, hat nicht funktioniert. War ja auch komisch, dass er dann sagt, ja, jetzt habe ich hier diesen... Weil er hätte natürlich sein können, ne? Hätte ich sonst noch den Schlüssel gehabt, aber du hast mich angeschwärzt und dann sagst du, okay, ich will auch Schlüssel haben, gib mir für 30 Erz oder so. Hätte natürlich sein können. Aber er hätte was von einem Butler gesagt, der einem Dietriche verkauft. Aber auch was von wegen runtergehen. Und dann da zwei Minen. Also zwei Schächte. Wir hätten aber jetzt nur einen, wo der Stampfer war. Hier war auch nichts Interessantes. Erzähl doch kein. Ist ja einfach mal geglitscht und dann. Oh, jetzt war ich tot. Alter. Hätte ich ja Akrobatik schon lernen sollen. Hätte das Problem jetzt nicht gehabt. Der hier einfach Todes.
Hier war ja keine. Kein Schacht, meine ich. Der Käse hat nur einmal weggelockt aus dem Lager. Wenn du die eine Truhe nicht öffnen kannst, dann ist das doof. Mit den Templern. Ich vermisse gerade irgendwie einen. Ich glaube kaum, dass ich daran was ändere. Also ein Schacht. Zahnrad doch weiter unten. Erste Schacht. Und da sind die. Und da ist nur uns nichts. Nichts. Da geht's dann nur wieder rauf. Wir müssen, glaube ich, nochmal nach Solaris auch gehen. Wegen der Prüfung des Vertrauens. Sache. Er hat auch von einem Butler gesprochen, der weiter oben ist und Dietriche verkauft. Ist aber keiner. Oder war das einer von denen? Der war doch nur Butler, oder nicht? Butler? Nee, Glenda. Hey du. Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Hat man schon. Man kann gnadenlos. Aber ich verkaufe doch gar keine Dietriche. Oh, der Lügner. Der hat doch gesagt, Len verkauft Dietriche. Also irgendwas ist hier komisch. Oh, das ist noch eine Spitzhacke. Ist halt alles coole. Na gut, dann lassen wir es jetzt erstmal hier sein. Ich meine, wenn wir die Prüfung des Vertrauens können wir auch eben erstmal speichern. Und dann ausprobieren. Ich meine, es macht keinen Unterschied. Für Diego. Prüfung bestehen wir so oder so.
Hey du. Hi. Wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Minecrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Cor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Minecrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Wofür braucht Cor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Kann schon sein. Tja. Dann jagt man schon. Also wenn jetzt die Karte erst Laris geben, dann kriegen wir nämlich mehr Erfahrungspunkte, meine ich. Können wir trotzdem im alten Lager anschließen. Das ist, glaube ich, dem Diego total egal. Aber auch geil, ne? Prüfung des Vertrauens. Du brichst die Prüfung und schießt trotzdem. Macht auch nicht so Sinn. Kann natürlich jetzt auch 400 Erz nochmal an Laris zahlen. Für die andere Quest. Ich habe ja richtig Kohle. Aber will ich das? Weil die kriege ich von dem auf jeden Fall nicht wieder. Also auch nicht durch Schwertertausch halt, ne? Weil der ist ja kein Händler, der Laris. Aber ich musste dir nur 200 auch geben, oder? Das heißt, das, was ich hier für die Stängel verkaufe. Also einnehme durch den Verkauf. Der hat ja gesagt, ich kann nur, oder? Du musst ja nochmal gucken. Dann gebe ich dir ja gar nicht so viel. Speichern. Du schon wieder. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine. Nicht schlecht. Wie bist du daran gekommen? Ion hat sie mir gegeben. Du hast Nerven. Sie haben dich geschickt, um dich zu prüfen, was? Toros geht bestimmt schon die Wände hoch. Diego hat mir den Auftrag gegeben. Diego macht, was Toros ihm sagt. So wie ich ihn kenne, würde er sich totlachen, wenn er wüsste, dass du hier bist. Kann ich jetzt rein, oder was? Geh nur. Laris werden die Augen aus dem Kopf fallen. Lass dich auf ihn. Ey, auf den Schnaps anzugucken. Rede mit mir. Ich hab die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Okay, der hat tatsächlich alles genommen. Ich habe die Bedarfsliste der alten Mine bei mir. Nein, das glaube ich nicht. Du bist mir schon einer. Das muss ich ja sagen. Zeig her. Hier ist sie. Tatsächlich. Weißt du, was wir jetzt damit machen?
Wir schreiben noch ein bisschen was drauf und du bringst die Liste zurück ins alte Lager. Wenn sie den Krempel dann an die Mine liefern, überfallen wir sie und sacken uns alles ein. Das haben wir gleich. So, hier ist die Liste. Du weißt, was zu tun ist. Gut, jetzt habe ich 400 Erz abgegeben, aber 500 Erfahrungspunkte natürlich auch bekommen. Ich weiß gar nicht. Kann ich nicht eigentlich bei irgendeinem auch schleichen lernen? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Erz? Okay. Ich hatte gerade Angst, ich falle da jetzt ins Bodenlose. Kann schon sein. Aber bald für dich. Muss nicht du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Tatsächlich habe ich noch was zu verkaufen. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Weil ich nicht weiß, welches ich jetzt verkaufe. Ich kann immer aufpassen. Ja. Hatte das auf jeden Fall verkauft, grüner Novize. Ja, Banit. Was da? Der hatte kein. Was kannst du mir beibringen? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Ja, aber nur das. Ich brauche ja noch ein Diebesdingens eigentlich. Taschendiebstahl oder Schleichen. Sowas wollte der ja noch haben, der eine im alten Lager. Wolf hatte nur Bogen, ne? Bogen. Handelt. Ich kaufe. Der hatte. Oh, der hat aber noch ein bisschen Erz. Zweimal da. Zwei. Zack. Haben wir wieder 200. Die nehmen wir schon mal definitiv mit. Ich habe ja gerade 400 dem Laris gegeben für 500 Erfahrungspunkte. Komm schon. So. Annehmen. Danke. Sind wir bei den Söldnern? Ja, das war nicht besonders schlau. Alles klar bei dir? Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Gibt es Probleme hier im Lager? Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Der bringt auf jeden Fall auch nichts bei. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. An der Geschichte muss leicht sein. Torlo? Hey du. Wer bist du? Ich bin Torlo. Hab als Mag auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Nee. Ich hätte aber irgendwie erwartet, dass es bei den Banditen halt zu lernen ist. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Was soll das denn? Du sollst ja oben lang gehen. Ich muss ja runterglitschen.